schlendert man heute an einem sonnigen Frühlingstag über die Anhöhe südlich von Soest, dem Haarstrang, erkennt man schnell, warum sich der Mensch hier vor Tausenden von Jahren niedergelassen hat. Es war die fruchtbare Landschaft der Soester Börde, genährt mit reichlich Wasser und dem gemäßigten Klima. Die ersten Hinweise auf eine Besiedlung dieses Gebietes reichen in die bandkeramische Zeit zurück, etwa 5000 Jahre vor Christi Geburt. Begünstigt durch die alte Handelsverbindung, dem Hellweg, gewann die Stadt an Bedeutung und wurde schließlich zur heimlichen Hauptstadt Westfalens. Dies lässt sich an einer Anzahl von imposanten Bauwerken erkennen. Im Zentrum erheben sich die Wiesenkirche, die zu den schönsten spätgotischen Hallenkirchen zählt, und der mächtige romanische Turm von St. Patrocli. Gleich nebenan, nur durch die Fußgängerzone getrennt, die Petrikirche, die älteste Kirchengründung Westfalens aus dem 8. Jahrhundert. Weitere Grünsandsteinkirchen, Kapellen und liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser, an die 600 Gebäude, stehen unter Denkmalschutz, vereint mit modernen Wohngebäuden und Geschäften, eingegrenzt mit Grünsandsteinmauern und umrandet mit Kopfsteinpflaster, ergeben ein lebendiges Altstadtbild. Davon kann sich der Besucher Soest selbst überzeugen. Wie wäre es mit einem ausgiebigen Gassenbummel, mit anschließendem Besuch eines gemütlichen Restaurants oder einer zünftigen Kneipe? In Soest kein Problem, egal ob historisches Gasthaus oder urige Musikkneipe. Im Pilgrimhaus zum Beispiel, dem ältesten Gasthof Westfalens, werden schließlich schon seit 1304 Gäste vorzüglich bewirtet. Und wer darüber hinaus noch mehr über die schöne Stadt im Herzen Westfalens erfahren möchte, dem empfiehlt sich, einer der Stadtführungen anzuschließen. Die Soester Gästeführerinnen Frau Elisabeth Rütting und Frau Ulrike Lipsmeier erzählen auf ihren Führungen dabei nicht nur über Geschichtliches, sondern haben auch eine Menge kleiner Anekdoten zu erzählen. Wie Sie hier unschwer erkennen können, hat man das Ganze ausgestattet mit der Brailleschrift, weil wir eine Sehbehindertenschule hier in Soest haben. Und von daher hat man das für diejenigen Personen auch in der Brailleschrift gemacht. Sehr schön erkennen kann man an dem Modell, dass wir uns nämlich hier genau im Stadtkern befinden, mitten in der Altstadt. Es hat früher noch eine andere Stadtmauer gegeben, der ottonische Stadtkern, der lag genau hier in der Mitte. Und wie gesagt, die beiden Kirchen befinden sich hier direkt vor Ort. Was man eben auch schön erkennen kann, wo wir, ich weiß nicht, ob wir hinkommen bis zur Stadtmauer, ist wahrscheinlich mit unserer großen Gruppe ein bisschen weit, aber zumindest haben wir sie hier einmal im Blick. Sie ging mal komplett um die Altstadt herum, es waren 4,5 Kilometer. Der Teil da hinten am Bahnhof, der fehlt, weil nämlich mit Bahnhofsbau damals ja, zu wenig Platz da war und man hat damals hier die Stadtmauer in dem Bereich eingerissen. Wir hatten insgesamt mal 10 Stadttore, davon steht noch eins bei dem Herrn da drüben, das Ostrufentor, genau, schön abgewetzt, wie so vieles andere, was oben herausschaut. Und wir hatten 26 Wehrtürme, von denen steht nur noch eins, das ist der Kappenturm oben am Schlachthof. Sehr schön kann man hier auch sehen, wo früher mal die weiteren Stadttore gewesen sind. Und von da führen eigentlich die Hauptstraßen, ja, wie die Speichen eines Rades, direkt auf den Mittelpunkt zu, hier auf die beiden großen Kirchen. Die beiden großen Kirchen, da wird man immer wieder gefragt, jetzt melden Sie sich auch gerade, warum stehen in dieser Altstadt zwei so große Kirchen nebeneinander? Das ist also schon recht untypisch. Das kommt daher, die Petrikirche, die wir hier im Hintergrund haben, war als Stadtkirche für die Bevölkerung da, dort wurden die Messen abgehalten und der Patrocli-Dom, der eigentlich gar kein Dom ist, denn wir sind ja keine Bischofsstadt, auch nie gewesen, trotzdem ist es unser Patrocli-Dom. Und der ist entstanden als Stiftskirche. Eine Stiftskirche, Klosterbrüder oder Männer, die halt in klösterlicher Gemeinschaft zusammenleben, aber als Stiftsherren ihren Weltbesitz behalten dürfen. Man nennt sie auch weltliche Geistliche. Und wie gesagt, im Kloster, man kennt meistens diese Bettelorden, Dominikaner, Franziskaner, die alles abgeben müssen. Und
Das war bei diesen Herren eben nicht der Fall. Und für die hat der Kölner Erzbischof damals hier die Kirche gebaut als Stiftskirche. Benannt ist der Patrochidom nach dem Herrn, den wir da oben stehen haben. Das ist nämlich unser Stadtpatron, der heilige Patroclus. Und Patroclus war eigentlich ein französischer Landedelmann, ein römischer Soldat. Und er sollte damals ja, dem Christentum abschwören und sollte wieder an die römischen Götter glauben. Das wollte er nicht und von daher hat man ihn damals enthauptet. Genau. Er war, wie gesagt, Franzose. Seine Gebeine, die Reliquien, oder er selber ist damals heilig gesprochen worden. Und diese Reliquien sind dem Erzbischof von Köln geschenkt worden. Und der hat, wie gesagt, sie hier nach Soest gebracht und hat dafür hier den Dom für die Stiftsherren hier gebaut. Er steht hier oben an unserem Rathaus. Wir sind hier auch auf der Schauseite des Rathauses. Dargestellt als Roland, als Beschützer der Stadt, mit seinem Schwert in der Hand. Und ja, beschützt uns. Weiter unten am Rathaus sehen Sie das Stadtwappen, nämlich in Soest der Schlüssel, den roten Schlüssel auf weißem Grund, der auf einem Schild abgebildet ist und getragen wird das Ganze von zwei wilden Männern, die jeweils zwei Morgensterne in der Hand haben. Also diese Waffen oben wie so eine Keule, das auch noch ganz spitz zulaufend. Und diese wilden Männer mit ihren Morgensternen sollen einfach die Macht und die Stärke der Stadt ausdrücken. Die stehen also immer als Machtsymbol. Das Rathaus hier, das ist von 1713. Es ist ein Nachfolgerbau, das heißt, es hat vorher ja schon auch ein Rathaus gestanden. Und dieses Rathaus hier ist in einem barocken Baustil. Und barock können Sie aber sehr schön daran erkennen, wenn Sie das Haus und auch unseren Patroclus, nein, den lassen wir stehen, in der Mitte durchschneiden würden, senkrecht herunter. Und Sie würden dann die Haushälfte auf die andere klappen, dann ist das wirklich deckungsgleich. Und diese Achsensymmetrie, das zeichnet also typisch barocken Baustil aus. Davon haben wir in Soest nur drei profane Bauten und das Rathaus ist eins davon. So, jetzt wollen wir heute stehen und hier die Führung beenden. Gehen wir einmal Richtung Dom und gehen dann runter. Was man hier sehr schön auch erkennen kann, ist unser typischer Soester Grünsandstein. Der hat seine Farbe eigentlich durch das Mineral Glaukolit. Ja, dieser Grünsandstein hier ist ein typischer Soester Grünsandstein und man weiß nicht, wo genau dieser Steinbruch gewesen ist. Man findet heute nichts mehr. Und wenn Sie weiterfahren Richtung Werl oder auch nach Anröchte, da gibt es noch Steinbrüche, aber wenn man die wirklich genau untersucht, haben sie eine andere Farbe. Das ist nämlich das große Problem. Also wenn Sie auch Auswärtige haben, erzählen Sie denen immer, wenn Sie zu Kirmes hier sind, Sie kennen alle die Soester Allerheiligen Kirmes, die sollen sich merken, wo sie geparkt haben. Und damit sie nämlich nicht das Problem haben, an einer großen grünen Mauer geparkt zu haben, wo man nicht weiß, wo das dann wirklich ist. Ja, wie gesagt, als Stiftskirche gebaut. Stiftskirche war erstmal dieser Teil, wo damals die Stiftsherren hier ihre Gottesdienste abgehalten haben. 960 in etwa war Beginn. Man hat dann das Langhaus angebaut und man sieht auch sehr schön an der Kirche, wie oft angebaut, umgebaut wurde. Das kann man am Mauerwerk also eigentlich sehr schön erkennen. Das spricht praktisch für sich selber. Dann natürlich unser Wahrzeichen eigentlich der Stadt, unser Turm des Patroclidomes. Er ist gebaut worden auch als Wehrturm. Das heißt, wenn wirklich mal Feinde unsere Stadtmauer hätten eingenommen, wären in die Stadt hineingekommen, hätte man sich immer noch in diesen dicken Turm flüchten können. Und Sie kennen vielleicht auch alle dieses Sprichwort, wenn jemand Türmen geht, dann versucht er sich irgendwo in Sicherheit zu bringen. Der geht stiften, sagt man auch. Und das kommt eigentlich daher, dass man also früher in den Turm gegangen ist, um sich in Sicherheit zu bringen. Ja, er darf eigentlich nicht fehlen, denn er ist auch auf jeder Postkarte und gehört einfach dazu. Unser Platz ist unser Friedhof. Friedhof mit V geschrieben und der Name kommt daher, dass dieser Bereich, wo früher auch gehandelt wurde, einfach von den städtischen Abgaben befreit gewesen ist. Und zugehörig war er damals halt auch zum Patroclus. Ja, schön zu erkennen ist hier immer dieses windschiefe Haus. Auch wenn man das von der anderen Seite anschaut, dann sieht man nämlich das Dach in die andere Richtung gedrückt. Das hat sich also wirklich im Laufe der Jahre gesetzt. Das ist nicht bewusst
gebaut worden. Es gibt diese überkragende Bauweise, da finden wir gleich noch andere Häuser, wo man das besser dran erkennen kann, aber das ist wirklich, hat ein wenig nachgegeben. Aber heute werden ja keine Waren mehr hochgezogen von außen, das kann man heute anders erledigen, also von daher denke ich, würde es so stehen bleiben, wie es steht. Ja, dies ist ein typisches Kaufmannshaus. Unten kann man sehr schön erkennen, das Erdgeschoss und auch die erste. Viele Fenster, größere Fenster, dort haben halt früher die Menschen gewohnt. Und obendrein, man auf die drei Etagen, man kann es auch an den Türen erkennen, ist natürlich das Lagerhaus gewesen. Ja, Soest ist eine alte Hansestadt. Soest ist mit Begründer gewesen der Hansestädte, des Hansebundes. Ja, und die Hanse als loser Städteverbund, das war kein Verein oder irgendetwas, sondern ein löser Verbund, die sich einfach mehrere Städte, die sich zusammengetan haben, um Handel treiben zu können. Ja, gehandelt hat man in Soest zunächst einmal Salz. Salz, Sie wissen es alle, man hat hier Salz gewonnen und es war halt früher im Mittelalter das weiße Gold, so wurde es bezeichnet. Wir hatten keinen Kühlschrank, den man eben auf- und zumachen konnte, um alles frisch zu halten, sondern es wurde halt in Salz eingelegt und deshalb war es halt sehr wertvoll. Ein Haus möchte ich Ihnen gerne noch zeigen, das ist nämlich das, da, wo die Waldtraube dran hängt, da ist so eine grüne Laterne, sagen wir so. Und dahinter, da steht so ein schöner Schriftzug drauf, wer das erbaut hat, wie der Baumeister heißt, aber es steht auch das Datum dran. Und zwar der 31. August 1661. Und das ist wirklich so, dass dieses Haus an diesen Tage aufgestellt wurde. Es ist also praktisch eines der ersten Fertighäuser. Die Balken sind im Arzberger Wald, die Bäume sind gefällt worden, man hat die Balken zurechtgeschnitten, man hat ein Ständerwerk aufgebaut, hat das dementsprechend nummeriert, alles wieder zerlegt, am 31. August hier aufgestellt, dann natürlich die Gefache noch ausgefächert, das ist klar. Aber wie gesagt, man kann es als der ersten Fertighäuser anerkennen. So, und da, nämlich wo diese kleine grüne Laterne ist, da gehen wir jetzt einmal durch, denn das Ganze nennt sich auch Gassenbummel und deshalb muss ich Ihnen auch mal eine Gasse zeigen. Der große Teich, der wird nie zufrieren. Wir hatten ja einen wirklich richtig langen Winter und ich habe manchmal das Gefühl, wir haben ihn immer noch. Aber auch während des gesamten langen Winters ist dieser Teich nie zugefroren. Das wird er auch nicht, weil er nämlich immer noch 6 aktive Quellen aufweist. Ja, und überhaupt, die Menschen haben sich in Soest angesiedelt, weil Soest eben so wasserreich ist. Sie kennen alle den Möhnesee. Wenn man da hin muss, dann fährt man immer ein bisschen bergauf. Man muss den Haarstrang erstrampeln, erwandern, wie auch immer. Und das ist der Grund, eigentlich der Haarstrang, warum Soest so viel Wasser hat. Denn alles, was an Regenwasser herunterkommt, läuft den Haarstrang herunter. Soest liegt um einiges tiefer. Und das sammelt sich hier halt in der Altstadt. Und weil der Untergrund, das ist ein sogenannter Emscher Mergel, dieses Gestein lässt das Wasser nicht weiter durchsickern. Von daher haben wir einen recht hohen Grundwasserspiegel und von daher haben wir an verschiedenen Orten hier immer wieder die Quellen, wo das Wasser zutage tritt. Ja, dieser Frosch. Es hat in Soest schon viele Künstlersymposien gegeben, mehrere, wo wirklich verschiedene Künstler da waren und aus diesem grünen Sandstein verschiedene Skulpturen und Gemälde gemacht haben. Und man weiß dazu, zu jeder Skulptur, zu jedem Gebilde, wer das gemacht hat, wann er das gemacht hat, warum er das gemacht hat. Nur dieser kleine Frosch da unten, der saß eines Morgens dort unten und keiner weiß, wer ihn da hingesetzt hat, warum er ihn da hingesetzt hat und wer ihn gemacht hat. Das ist ein Spaß. Tja, es waren auch schon einige, die versucht haben, ihn zu küssen, aber er sitzt immer noch. Deshalb, für die, die es nicht kennen, dieses gelbe Gebilde ist eine Wippe. Und zwar gibt es in Soest einmalig ein sogenanntes Mettwampel. Aus dem Mittelalter von 1315 datiert. Das Buch existiert noch, liegt immer schön verwahrt im Stadtarchiv. Das heißt, momentan sind wir auf Reisen gegangen, wir haben es ausgeliehen, eine Ausstellung. Und in diesem Mettwampel-Buch sind
ja, einige Übeltäter, Missetäter aus dem Mittelalter namentlich festgehalten und man hat auch deren Bestrafung festgehalten. Und zwar das nicht nur beschrieben, sondern es ist bildlich dargestellt und unter anderem eben auch diese Wippe. Die war halt dazu da, Sie kennen alle einen Pranger, wenn jemand an den Pranger gestellt wird, dann steht er da auch zur Belustigung aller und man sieht, was er verbrochen hat. Und das hat man hier in Soest eben gemacht mit dieser Wippe. Es wurde der Übeltäter oben auf diese Wippe gesetzt, ein paar Mal hin und her und dann in den Teich hineingewippt. Das war also eine Art der Bestrafung. Und hier frage ich immer ganz gerne, was meinen Sie? Läuft das richtig um oder falsch? Ich habe immer viele. Ich habe immer zwei Meinungen. Richtig oder falsch? Komisch. Sie sagen falsch. Falsch? Falsch? Nein, es läuft richtig herum. Weil es ein sogenanntes unterschlächtiges Rad ist. Das heißt, es wird angetrieben durch den Soestbach, der unten durchläuft. Wenn Sie richtig rangehen, sehen Sie halt den Soestbach, der unten durchläuft und unten läuft das Wasser wirklich auf die Schaufel und damit wird das Ganze angetrieben. Weil ansonsten die Räder, die man kennt, die werden von oben mit Wasser getrieben und dann müsste es natürlich andersrum laufen. Ja, die Teichsmühle, die ist damals auch komplett zerstört gewesen im Zweiten Weltkrieg und nicht nur da, zerstört auch schon im Dreißigjährigen Kriege, aber man hat sie ja mit als einziges hier wirklich nach dem im Krieg wieder aufgebaut, wieder hergerichtet und ich denke, das ist eigentlich ja, mit eines der schönsten Fachwerkhäuser, was wir hier in Soest eigentlich haben. Erstmalig erwähnt, steht dran, brauche ich mir nie merken, von 1231, nämlich hier zum Patrocli-Stift auch gehörig, eine der Mühlen, die wir, wie gesagt, hier in der Innenstadt haben, um natürlich das Korn zu mahlen aus unserer Soester Börde. Hier mitten in der Stadt auf dem Markt. Man hat hier sehr viele Schafe gehabt, Kühe weniger. Die waren sehr empfindlich und das erste Amt genannt war das Wollweberamt. Man sagte nicht Zünfte, man sagte hier Ämter. Wenn hier auf dem Marktplatz die Stände standen, Butterbänke, Brotbänke, Fischbänke, haben die Frauen sich untereinander aber auch ganz schnell gezankt. Das waren die zänkischen Marktfrauen. Früher waren das andere Bestrafungen, bei so herrlichem Wetter wie heute kamen sie hierhin. Hier genau an dieser Stelle war der Schandpfahl. Ja, eine Nachbildung bei uns im Museum, dass man sich vorstellen kann, wie das war. Sie wurden mit den Händen auf dem Rücken am Schandpfahl erstmal festgebunden. Sie konnten also sich fast gar nicht bewegen. Und wenn das Wetter so schön war, hat man ihnen einfach einen Klumpen Butter auf den Kopf gelegt und dann kam die Sonne und das Fett ran durch die Augen. Das war eine schlimme Bestrafung. Und je nachdem, was sie dann begangen hatten, hat man ihnen manchmal auch Eisengestelle über die Schultern gelegt. Und da war hier ein dicker grüner Stein und auf dem Rücken ebenfalls ein dicker grüner Stein. Und sie waren festgebunden mit den, hier am Handgelenk, Ketten herum. Und wenn das Gewicht so schwer wurde, oh, können Sie sich vorstellen, wie schlimm das früher gewesen ist. Ne? Man sagt immer, die harmlose Bestrafung, das war es nicht. Da war das Wippen in den Teich eigentlich noch harmloser. Aber das Wippen in den Teich, das habe ich eben vergessen, machen ja die Bürgerschützen nach. Seit 1995, damit wird das Schützenfest eröffnet. Da werden drei Männer ausgesucht, nichts haben sie auf dem Kerbholz, nichts Schlimmes haben sie begangen.
Einmal hat unser Bürgermeister das Stadtwappen den Schlüssel verkehrt herum gehabt, Muster in den Teich rein zur Strafe. Vor ein paar Jahren hat ja der Minister Uhlenbeck, der Umweltminister, das mitgemacht. Und da haben die in Düsseldorf gesagt, Mensch, du beschädigst unser Ministerium, kannst du doch nicht machen. Und er sagte, ich kenne die Soester und die Soester kennen mich. Er hat den Spaß mitgemacht. Es wird ja abends im Fernsehen übertragen, da hat er die größte Anerkennung dann doch gehabt. Also das ist eine ganz harmlose Sache, wenn man da reingeworfen wird. War dies ja letztlich auch, aber letztlich auch nicht. Zone hier. Sie sehen es da vorne im Schild, das ist die sogenannte Brüderstraße. Die Brüderstraße heißt deshalb so, weil wir ja drei verschiedene Klöster hatten hier in Soest. Und das hier ist benannt nach dem Dominikanerkloster. Das hat damals gestanden, da wo heute Saturn ist. Früher mal der Kaufhof dann gebaut. Das war das Dominikanerkloster und nach denen schwarzen Brüdern, die hatten also schwarze Kutten an, ist hier die Fußgängerzone Brüderstraße benannt. Aufmerksam machen möchte ich Sie natürlich hier auch auf unseren wilden Mann. Der wilde Mann, auch ein typisches Kaufmannshaus. Ja. Das ist aber, wie gesagt, eben hatten wir ja das Haus, wo unten die Menschen gewohnt haben. Dieses hier ist als ein Haus konzipiert, obwohl es zwei Giebel hat. Der linke Teil, das war immer mehr Wohnbereich und der rechte Teil war dann Lagerstätte. Hier beim wilden Mann kann man das auch schon sehr schön erkennen, was ich eben kurz erwähnt habe, dieses hervorkragende Bauen im Fachwerkbereich. Und hervorkragend heißt, dass also die oberen Stockwerke über das untere hinausgebaut wird. Das hat mehrere Gründe wohl, warum man das gemacht hat. Zum einen, man hat natürlich oben ein bisschen mehr Raum gewonnen, denn zahlen musste man immer nur für den unteren, kleineren Bereich. Das ist jetzt hier nicht so ausgeprägt, aber in manchen Häusern könnt ihr das wirklich deutlich sehen, dass dann die Obergeschosse weiter herauskommen, dass man also Steuern nur für den unteren, kleineren Bereich zahlen musste. Einen zweiten Vorteil hat diese Bauweise aber auch, denn die Balken sind ja vernagelt oder mit so kleinen Holzzapfen. Und diese Holzzapfen sind durch dieses Herausstehen viel besser geschützt. Das heißt, die fangen nicht so schnell an zu modern, an zu vergammeln, als wenn man sie nicht so gebaut hätte. Also auch das eine Schutzfunktion der Häuser des Balkenwerkes. Der wilde Mann, der dem Gebäude auch den Namen gibt, der steht hier rechts an der Seite, von Herrn Fiegner geschaffen. Und er hat in der linken Hand unseren eben schon mal erwähnten Soester Schlüssel, den Stadtschlüssel, unser Stadtwappen. Und er hat in der rechten Hand eine dicke, fette Keule. Und mit der Keule, so sagt man, wenn Sie denn mal vorhaben, dort drinnen zu speisen oder was zu trinken, dann schlägt er vorher Ihre Sorgen und Nöte tot, die Sie eventuell haben, sodass Sie ganz bequem und in Ruhe dort essen können. Ja, ansonsten hat man diesen Platz vor einigen Jahren neu gemacht. Man hat ihn neu gepflastert. Es ist eine indische Grauwacke. Da hat es damals auch heiße Diskussionen gegeben, warum man die aus Indien holen muss. Warum, weiß ich auch nicht, aber man hat es getan. Und mit diesem Kopfsteinpflaster will man natürlich so das Altstadtbild erhalten. Ja, es ist neu gepflastert worden, aber bevor man das gepflastert hat, ist man natürlich ein bisschen in die Tiefe gegangen. Man hat nachgeforscht und man hat das älteste Pflaster hier gefunden aus dem 13. Jahrhundert in 1,20 Meter Tiefe. Das heißt, im Laufe der Jahrhunderte haben wir Menschen, das heißt wir jetzt nicht, aber wir hinterlassen auch jede Menge Schutt, jede Menge Reste. Und so konnte man also sehr schön nachlesen, ablesen, womit hat man denn früher gearbeitet. Man hat Werkzeuge gefunden, man hat Nägel gefunden, Tuchplompen, Knochenreste. Und anhand dieser Sachen konnte man natürlich sehr schön sehen, was hat hier früher alles mal stattgefunden. Das war wie ein offenes Geschichtsbuch. Und von daher ist das natürlich für Historiker sehr schön gewesen, das hier alles mal zu sehen. Und wenn man dann überlegt, wirklich, was im 13. Jahrhundert, das ist ja doch schon eine Weile her, wie alt Soest ist und was das alles schon so erlebt hat, dann denke ich immer, wenn die Kirchen mal sprechen könnten, dann hätten die uns mit Sicherheit einiges zu erzählen.
Ja, der Bereich hier, da sehen Sie auch keine Fachwerkhäuser, denn dort hat früher mal das sogenannte Stallgardum gestanden. Und in diesem Stallgardum war im Mittelalter, das war das, ja, ein Haus, wo die Waren geprobt wurden, wo sie gewogen wurden, wo sie vermessen wurden. Und das ist abgerissen worden im 18. Jahrhundert. Von daher existiert das heute nicht mehr. Die kleine Gasse hier im hinter der, ja, dem Häuserblock, wo Bako dran steht, das ist die sogenannte Kungelgasse. Und auch die Kungelgasse, wie wir eben den Schweinemarkt schon hatten, lässt wieder darauf schließen, auf diese verschiedenen Straßenwerke, die es hier gegeben hat. Und in dieser Gasse wurde gekungelt. Sie wissen doch, was das ist, ne? Kungeln. Ja, nicht für die Rheinländer unter uns. Sie kennen das nämlich nicht. Also gekungelt, getauscht. Heute würde man sagen, auf so einem Bazar wird gehandelt und hergefeilscht. Das ist Kungeln. Wir sind hier bei Pumpernickel Haverland. Das ist die Bäckerei, die bis zum vergangenen Jahr Familienbesitz war. Das ist ja eine Aktiengesellschaft geworden. Und er sagte, ich habe gerade Brot in den Backofen geschoben, ich kann doch gar nicht kommen. Ja, du musst, du bist diese Verpflichtung eingegangen. Und er hat seine Frau gebeten, auf das Brot aufzupassen. Das hat sie vorher gemacht. Und sie jammerte, unser teures Mehl, unser teures Mehl. Ja, es half nichts, er ging zum Stadtwall, sie sollte aufpassen. Und wie kann die Geschichte anders ausgehen? Sie hat es natürlich vergessen. Und erst als er nach Stunden ein wunderbarer Duft in die Nase stieg, da fielen ihr alle Sünden ein. Mein Gott, unser Brot, und ich habe noch so gejammert. Sie machte den Backofen auf, es war Kohlrabenschwarz. Und dann hatte sie auch vor ihrem Nickel Angst, dann hat sie es erstmal im Keller versteckt. Nach einer ganzen Zeit, dass sie sagte, jetzt ist es wohl abgekühlt, nahm sie sich ein Messer, probierte. Oh, wie lecker, oh, wie köstlich. Und da kam ihr Mann nach Hause. Und sie rief immer, Nickel, Nickel, komm doch mal ganz schnell. Während deiner Abwesenheit ist ein Wunder geschehen. Aber Nickel reagierte überhaupt nicht. Sie wieder, Nickel, Nickel. Er hatte von der ganzen Schießerei immer nur Pum, Pum, Pum im Kopf. Und sie rief Nickel und er wieder Pum, Pum, Pum. Und dann haben wir das Nickel. Zu dem Haus, da kommt man leider nicht rein, deshalb zeige ich sie hier auf dem Schild, hat man im Jahre 98 hier das Treppenhaus. Das heißt, das ganze Haus ist ja saniert worden und man hat dieses wunderschön ausgemalte Treppenhaus wieder entdeckt. Das war mir vorher unter irgendwelchen Putz und Farben vergangen und das hat man also wieder offengelegt. Das ist eigentlich das Besondere an diesem Haus. Kann ich Ihnen aber leider, wie gesagt, nicht im Originalzustand zeigen. Die würden sich beschweren da drin, wenn wir immer da ein- und ausgehen. Tag, die Post. Gerne hier darauf hinweisen. Ja, die beiden Herren, die da oben stehen, sollen auch römische Soldaten darstellen, ähnlich wie unser Patroklus. Und diese beiden Herren, die spuken zwar nicht nachts um 12, aber die machen sich wohl jede Nacht um 12 auf den Weg, verlassen ihre Posten, gehen einmal um das ganze Haus herum und schauen, ob alles in Ordnung ist und dann stehen die wieder da. Hier. Ja, dieses Haus hier in der Dahlengasse, ist das älteste Haus von Soest aus dem 12. Jahrhundert. Das hier steht auch unter Denkmalschutz. Wenn wir weiter dran gehen, ja, man hat es eigentlich sehr schön hergerichtet heute mit den Fenstern und so weiter. Aber es ist wirklich das älteste Haus der Stadt. Ja, ansonsten dieser gesamte gelbe Komplex, das auch gerade dahinter, das alte Stadtkrankenhaus. Ja, das neue Klinikum Stadt Soest heißt es ja auch heute. Kennen Sie außerhalb, aber hier hat es früher gestanden. Da habe ich noch schlechte Erinnerungen dran. War ich mal drin. Mhm. Ja, dann war teilweise die Uni untergebracht und jetzt hat man es eigentlich sehr schön hergerichtet hier mit Wohnungen. Ich glaube, das Ärztehaus ist ja auch mit drin. Und wie ich finde, hat man das eigentlich sehr schön hier auch angegliedert. Auch den Neubau dazu und jeweils versehen mit dem grünen Sandstein. Finde ich eigentlich für die Innenstadt, für diesen Komplex hier wirklich sehr gelungen, wie man das gelöst hat. Ja, der Herr Bergtal, das war jemand, der seinen Garten hier, ist ja schon ein bisschen größer, wirklich geliebt hat und jeden Tag sich hier aufgehalten hat.
Und da gibt es so eine kleine Geschichte zu. Und zwar hat er wohl damals seiner Haushälterin, wie auch immer, gesagt, wenn ich denn wirklich mal das Zeitliche segne, so möchte ich doch so lange, bis ihr mich nicht unter die Erde bringt, durch meinen Garten gefahren werden. Und das hat sie wohl wirklich gemacht. Sie hat ihn dann, als er verstorben war, auf die Schubkarre gesetzt und hat ihn morgens und abends noch einmal durch den Park gefahren. Weiß auch nicht jeder, und ich denke, das ist immer ist dann auch ein anderes Gefühl, wenn man hier steht. Aber wie gesagt, sie hat das mit Versprechen also wirklich eingelöst. Viele, auch Soester, wissen gar nicht, woher diese grünen Mauern hier um die Grundstücke herum sind. Das sind ja die Grundstücksbegrenzungen, die Gartenmauern. Der Stadtwall führt ja um Soest herum und der besteht ja auch immerhin auch zu 70%. Wenn wir mal an die reichen Bürger denken, wer ein Steinhaus hatte, der war steinreich. Aber der Reichtum hat nicht so viel genutzt früher. Es war so kalt in den Häusern und man nimmt an, dass dann einige Bürger gesagt haben, es ist so kalt in den Häusern und die anderen Bürger leben in Fachwerkhäusern viel angenehmer als wir. Er ließ sich einen Handwerker kommen, reißt mein Haus ab, hat die ganzen Steine da liegen, war noch steinreicher, es war ganz unangenehm. Jetzt musste deine Arbeit fortsetzen, als er das Haus fertig hatte. Aus den Steinen meines Hauses zieh mir bitte eine Mauer um mein Grundstück. So sind diese Mauern entstanden. Nur es wird Ihnen keiner hundertprozentig sagen, ab wann wir die ansetzen können. Manche sagen sogar erst nach dem 30-jährigen Krieg. Manche sagen aber schon lange vorher. Das ist eine Frage, die wir nicht hundertprozentig beantworten können. Sie können hingucken hier in der Innenstadt, wohin Sie wollen. Sie sehen immer hohe Bäume, wenn nur Bäume im Garten sind. Dann waren das so reiche Familien, die gebrauchten keinen Nutzgarten. Und sonst ging es um Obst, Gemüse. Sie hatten viele Kleinställe für Kleinvieh. Aber dadurch, dass sie alles hier in der Stadt hatten und die Hausfrauen keinen Komposthaufen hatten und alles einfach vor die Haustür warfen, da war es dann natürlich auch sehr unhygienisch nachher. Und man muss sich überhaupt nicht wundern, wenn man nachher gesagt hat, jede Stadt ist auf dem eigenen Mist gewachsen. Wenn wir durch Soest gehen, man muss immer da man muss wissen und daran denken, dass Soest während des letzten Krieges 34 Bombenangriffe mitbekommen hat und 2/3 der Stadt vernichtet waren. Manchmal sind Ecken, wo man sagen möchte, ach wie schade. Die Soester haben ihre Stadt so schnell wieder aufgebaut wie kaum jemand. Und als ein Vierteljahr nach Kriegsende ein Amerikaner hierher kam und sagte, oh, was habt ihr für ein Glück gehabt, bei euch ist ja wohl nicht so viel passiert, weil die Soester so schnell alles weggeräumt hatten. Auf der Fußgängerzone, auf der Brüderstraße, da konnten die Leute nicht von einem Haus zum anderen darüber rein. Ich habe gesehen, dass er jetzt in der letzten Zeit so von Kriegen, von Erdbeben und so weiter, wie schlimm das hier auch ausgesehen haben muss. In diesem Haus, das bis zur Dachrinne ging hier, lebten bei 24 Quadratmetern früher 9 Menschen und ein Schwein. Aber nicht Mama und Papa und 7 Kinder, das waren 2 Familien. Die eine Familie hatte 3 Kinder und die andere hatte 2. Und für die Eltern, das waren 2 Familien, für die Eltern gab es ein Bett, aber ganz schmal, dass keine Person zwischen den Eltern liegen durfte. Und das haben die Eltern auch früher gewusst, dass sie kein Baby mit über Nacht ins Bett nehmen durften. Denn die haben ja so weiche Knochen, die Babys hätten mal erdrücken können.
für die etwas größeren Kinder, aber so lange wie heute waren die ja sowieso nicht, nahm man den Küchentisch, hat den Küchentisch einfach umgedreht, das Strohkissen von der Bank unten reingelegt. Da schliefen da zwei Kinder und da zwei Kinder. Einfach, ne? Wir haben jetzt noch ein Baby unterzubringen. Weiß jemand, wo wir das jetzt lassen könnten? Man hatte keinen Kohlenkasten, den Kohle gab es hier nicht. Man hatte keine Badewanne, man hatte gar keinen Platz dafür. Man hatte draußen immer an der Tür einen Ledereimer hängen, wenn es mal gebrannt hat. Obwohl man da auch nicht viel ausrichten konnte. Aber das war auch gleichzeitig die Dusche. Man hat sich einfach ein Kübel Wasser über den Kopf gegossen, hatten sie auch ihre Dusche. Nein, das Baby kam in die Schublade. Man hatte keine Schränke, aber Kommoden. Die waren sehr breit, die lagen sehr hoch. Aber jetzt kommt's, ganz schrecklich. Wir machen ja auch Stadtführungen anhand von Sprichwörtern. Wenn das Baby nur keine Luft bekam, na, was dabei rauskam, kann man sich vorstellen, die Mutter ging der Arbeit nach, hat bei den vielen Kindern dann ja auch oft oder bei dem kleinen Haus noch viel mehr Arbeit, als wenn man große Flächen zu bearbeiten hat. Und dann ist das Kind womöglich erstickt. Es ist manchmal ganz eigenartig, woher die Sprichwörter kommen, was die für Hintergründe haben. Wir machen die Führung Schlitzohren und Aufschneider. Das Schlitzohr war ein Mann, meistens ein Zimmermann, den man beim ersten Vergehen den Ohrring herausgezogen hat. Und dann konnte der Meister sehen, der Nächste schon, na, guckte sich ihn genau an, ist er ein Schlitzohr oder nicht? Was soll Schlitzohren sind, wissen wir auch, ne? Die Linde war der Deutschen liebster Baum, denn die Linde ist Symbol für eheliche Liebe, für Zärtlichkeit, für Fruchtbarkeit, Gastfreundschaft, Platz der Gemeinschaft, die Linde vor der Kirche oder mitten im Dorf. Die Linde steht für die Gerechtigkeit und für die Heimat. Man kennt ja auch so viele Lieder. Oder die Linde vom Gasthaus, die Tanzlinde. Oder die Gerichtslinde, die Feenlinde, das war der Freiheitsbaum. Die Brunnenlinde und die Linde gibt es als Alleenbaum. Die Linde hat ein herzförmiges Blatt und daher der Baum der Verliebten. Nicht nur in der Vordiskozeit, bis heute immer noch so. Dann der Baum der Romantik, Caspar David Friedrich, der berühmte Maler, hat also gerne die Linde gemalt. Und im Mittelalter hat man das Lindenholz gern zu Schnitzarbeiten verwendet, weil das Holz einfacher zu bearbeiten ist. Und das nannte man das Heiligenholz, weil so viele Heiligenfiguren daraus gearbeitet worden sind. Als Lübeck neu gegründet wurde 1158, hat Lübeck sich ganz schnell mit Hamburg zusammengetan und da sprach man von der Hanse, Königin der Hanse. Und sie sind in Soest in der Ehrenreichen. Na, das ist doch auch was, ne? Die Hansestädte hatten fast immer beischmückende Namen. Die erste Hansestadt und die erste wichtigste Stadt hier im ganzen Gebiet war eben Soest. Die sind so clever gewesen. Und das hat nicht nur an dem Hellwig gelegen, das müssen besonders clevere Kaufleute hier gewesen sein. Und dann von Lübeck ging es durch die Ostsee, meistens zur Insel Gotland und alle wichtigen Städte wurden von Soest dann immer mitgegründet. Visby auf Gotland, da stand auch die Kirche der Deutschen mit der großen Schatzkammer mit vier Schlössern daran und ein Schlüssel gehörte immer hier den Soestern. Die kamen immer nur an die Schätze, wenn alle vier aus den Städten zusammen waren. Und dann ging es ins Baltikum nach Litauen. Memel an der Memel heißt heute Klaipeda. Kann man aber auch auf dem Landweg über Polen erreichen. Und dann nach Riga, wurde auch von Soestern 1201 mitgegründet, dann weiter nach Estland, Tallinn, Reval, alles Städte, die lange in deutscher Hand waren. Und wenn man da am Wasser vor den Ländern herfährt, hoch und dann ein ganzes Stück herunter bis nach Novgorod. Da war im vergangenen Jahr der moderne Hansetag. Der erste war 1980 in
Brücke und 1995 wirklich das schönste und größte hier in Soest. 1995. Jetzt in diesem Jahr ist er in Estland in Pärnu. Ich habe eben schon gehört, das eine Ehepaar fährt auch hin. Ich bin da auch schon mit meinem Mann gewesen. Wir haben das alles vor vielen, vielen Jahren privat gemacht. Wir machen meistens immer sowas ohne Organisation. Nun sind wir frei. Aber da muss man in den Ländern sehen, dass man zu Rande kommt und schlau, wie man dann manchmal in der Not ist. Habe ich mir einen Zettel genommen, oben meinetwegen Riga draufgeschrieben, Datum, Uhrzeit dabei, Pfeil runtergemacht, gebe ihm das nur als Tipp weiter und dann die Stadt oben, wohin wir wollen. Wir haben überhaupt kein Wort gesprochen, Geld hingelegt, wir kriegen die Fahrkarten und auf geht's. So einfach mal. Ohne dass wir ein Wort gesprochen haben. So, wir sind jetzt wieder in dem mittelalterlichen Kern. Der Stadtwall war im Durchschnitt gute 10 Meter hoch. Man hat wegen der Anlieger, die ihre Häuser jetzt in unmittelbarer Nähe haben, die Wälle dann später abgetragen, damit die Bewohner auch mehr Licht in den Himmel haben. In Soest waren es 102 Hektar. In Dortmund waren es erstmal nur 81 und Dortmund hatte 5 Tore und Soest hat sage und schreibe 10 Tore, so viele wie ganz, ganz selten Städte. Und dazwischen über 20 Verteidigungstürme. Wir haben ja immer diese Rundung gesehen, da waren die Bastionen und das ist noch ein Teil eines Verteidigungs, der Kattenturm. Noch sehen als Stadtmauer ist der innere Teil. Sie sehen hier noch, das ist nicht mehr überall vertreten, die äußere Stadtmauer, denn die ist eigentlich zum Großteil abgerissen worden, da sieht man also wirklich teilweise nur Fragmente. Hier die Gräfte, der Name Gräfte kommt von Graben. Das heißt, Feinde, die die Stadt angreifen wollten, müssen erst einmal über die äußere Stadtmauer, durch den Graben, um dann über die innere Stadtmauer zu kommen, die ja mit Sicherheit auch noch ein bisschen höher gewesen ist, die ist also auch nicht mehr hier komplett dann vorhanden. Ja, die Stadtmauer. Der Erzbischof von Köln, jahrelang unser Landesherr gewesen, hat diese Stadtmauer errichtet, weil er nämlich Soest als seine westfälische Residenz ausbauen wollte. Patrocki-Stift, wie gesagt, gegründet und ja, das war praktisch sein zweites Standbein hier in Westfalen, das sollte Soest werden. Die alte Stadtmauer war einfach zu klein gewesen, habe ich Ihnen auf dem Stadtmodell kurz gezeigt und es musste eine größere her. Ich habe erzählt, die Soester sind recht reich geworden und der Kölner Erzbischof hat natürlich immer mit kassiert, klar, als Landesherr. Und das wollten sich die Soester irgendwann nicht mehr gefallen lassen und sie haben dem Erzbischof einen Fehdebrief geschrieben. Ja, und der Herzog von Kleve, der hatte den Soestern damals angeboten, komm doch zu uns, liebe Soester, denn an uns braucht ihr keine Abgaben zu zahlen, ihr seid eine freie Stadt. Denn der Herzog von Kleve, der war auch nicht dumm, der lag so ein bisschen immer schon im Clinch mit dem Erzbischof von Köln und er hat praktisch hier auf unserem Rücken eigentlich das Ganze so ausgetragen. Ja, die Soester, wie gesagt, haben diesen Fehdebrief geschrieben. Es kam zur Fehde, es kam zur Belagerung der Stadt. 3 Wochen lang hat man Soest belagert. Dieser Belagerung haben die Soester standgehalten. Sie haben den heiligen Patroklus vor sich hergetragen, haben zu ihm gebetet. Und wie gesagt, der Kölner hat es nicht geschafft, die Soest in der Stadt einzunehmen. Es kam dann auch zum Sturm auf die Stadt, denn irgendwann war er es leid, dass er gesagt hat, ich muss es jetzt schaffen, die Soester dazu zu bewegen, dass sie doch wieder zu mir gehören. Und er hat ein Heer, ein brandenburgisches Heer mit 15.000 Soldaten, auch das ein riesiges Heer zu der damaligen Zeit, mit herangezogen und die haben versucht, die Stadt zu stürmen. Man hat es aber auch nicht geschafft und man hat Leitern gebaut, um über die Mauer drüber zu kommen und die sollen an einigen Stellen einfach zu kurz gewesen sein. Also die waren schlecht in Mathe anscheinend und so hat man es also nicht geschafft, bis oben hinzukommen. Und das war auch mit ein Grund, warum man also nicht die Stadt angreifen konnte. Die Soester Frauen damals auch nicht träge, sollen große Riesentöpfe genommen haben und sollen Suppe gekocht haben, ist etwas übertrieben. Es war keine Suppe, es war eine scheußliche Brühe,
Denn da haben sie alles reingetan, was irgendwie stank, was schlecht war, wie auch immer. Und man hat das Ganze halt zum Kochen gebracht, oben auf die Stadtmauer getragen und dann den Feinden über die Köpfe gegossen. Letztendlich, wie gesagt, hat man hier die Soester Fehde gewonnen. Soest war eine sogenannte freie Stadt. Nur das Problem, das daraus kam, war eigentlich, dass wir später ja, eine Insellage hatten. Denn alles ringsherum war immer noch Kölner Erzgebiet. Und die Kirmes, die ja auch ihren Ursprung daran hat, die Kirchweihfeste, Patronatsfeste, alles, was der Kölner Erzbischof hat stattfinden lassen, fand natürlich hier nicht mehr statt. Es kamen schlechtere Zeiten, es kam die Pest, es kam die Reformation, es kam der 30-jährige Krieg und mit allem mussten wir alleine fertig werden, weil wir halt ja, keinen Verbündeten in dem Sinne, keinen Kölner Erzbischof mit seinem ganzen Tross mehr hatten. Denn der Herzog von Kleve, zu dem wir ja dann gehörten, der ist im 1609, glaube ich, ist der letzte verstorben, der hatte keine Nachkommen mehr und dann ist auch hier Westfalen aufgeteilt worden. Und das war letztendlich der Grund, warum Soest heute so schön klein ist. Am Wege baut, der hat viele Meister. Das soll heißen, wenn wir irgendwo in einem gut besuchten Weg bauen, dann bleibt jeder stehen und sagt, boah, das hast du aber doof gemacht. Das würde ich aber anders machen und warum hast du das nicht so gemacht? Und deshalb, wer am Wege baut, hat viele Meister. Da oben steht ein Spruch, der obere, der heißt, ein guter Nachbar ist besser als ein Freund in der Fremde. Das haben sie da dran geschrieben. Und hier unten steht noch, wer sich wehrt, der behält sein Pferd. Also auch das war schon immer ganz gut. Wer seine Ellbogen ausfahren konnte, der konnte auch sein Hab und Gut verteidigen. Das zu diesen Sprüchen hier am Haus zu Rose. Die Paulikirche ist das erste Kolumbarium eingerichtet worden. Zum Westen hin ist das der Urnenfriedhof und zum Osten hin ist weiter der Bereich für die Gottesdienste. Sie hatten als erste deutsche Stadt ein geschriebenes Recht. Und zwar nahmen sie sich einen Kuhhaut, haben alle Informationen für die Bürger aufgeschrieben und der letzte Schreiber sagte nachher, ich habe noch so viel zu schreiben, es geht auf keine Kuhhaut. Dann nahm man die nächste Kuhhaut. Und dieses Recht haben die Städte hier in der Umgebung alle übernommen und vor allen Dingen Lübeck, die Königin der Hanse, denn da saßen Soester im Rat in Lübeck.
Und da war die Verbindung von Soest gegeben. Diese Kuhreute hat man bislang datiert mit 1144. Man wird auch ein Recht in der Zeit gehabt haben, aber die Kuhreute werden jetzt datiert auf etwa 1220, 25. In dem Jahr hat der Erzbischof Engelbert von Berg auf dem Weg nach Gevelsberg, hatte er hier Station in Soest gemacht, ist er von seinen eigenen Verwandten umgebracht worden. Das ist das Thema Aufruhr. Es war ganz auf, war großer Aufruhr hier. Da nimmt man an, dass die Kuhhäute so in diese Zeit zu datieren sind. Die Gebeine des Märtyrers, des heiligen Patroklos, hat der Erzbischof Bruno von Köln geschenkt bekommen. Der hat für die Gründung des Stiftes gesorgt und daher Patrokli-Dom. Wir haben lange angezweifelt, aber durch einen Professor im letzten Jahr ist es bestätigt worden, dass die Soester am Schluss, bevor es zu Ende ging, der Soester Fehde, den Original-Reliquienschrein über die Soester Stadtwelle getragen haben. Sie haben laut gebetet, so in dem Sinne, heiliger Patroklos, du siehst, wir sind hier in Not und wenn jetzt Feinde eindringen, sind sicher viele Menschenleben zu beklagen, beschütze uns. Das haben die Feinde gehört, sie sind aus Verehrung zurückgeschreckt. Die Stadt war gerettet und der Patroklos wurde Schutzpatron der Stadt. Das ist also der Schutzpatron, der heilige Patroklos, da er nicht gekämpft hat, er hat sich für seinen Glauben eingesetzt, wie unsere Enkelkinder immer sagten, mit dem Appenschwert. Ja. So, ich habe versucht, Ihnen, da wäre nicht so viel mit blühenden Bäumen, zu erzählen oder dazu nicht so viel zu erzählen gab, versucht so ein bisschen die ganze Sache aufzulockern mit Sprichwörtern oder was da gerade so war. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Es war eine kurzweilige Zeit. Dicke Füße haben jetzt sicher so manche. Jetzt müssen Sie sehen, dass Sie sich erstmal so ein bisschen erholen und vor allen Dingen muss man jetzt erstmal was trinken. Ihre Kehle müssen jetzt ein bisschen, wie sagt man, ölen. Nachdem Sie gesprochen haben, müssen wir unsere Kehle ölen. Ich hatte schon eine Führung vorweg, eine sehr anstrengende. Oh Gott, sein. Aber sehr nett. Und ich habe gleich auch noch eine. Entweder alles oder nichts, dann habe ich aber ein paar Tage wieder Ruhe und dann kann ich mich auch erholen. Das kann man bei uns nie so kalkulieren, wie man gerade auch gewünscht wird. Ne? Und da freuen wir uns natürlich, wenn die Gruppen dann auch wiederkommen und sagen, die und die hätten wir. Das ist immer die Möglichkeit hier bei uns. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Genießen Sie noch das schöne Wetter, wer weiß, wie es schon wieder morgen ist. Genau. Haben wir das ganze Jahr, den ganzen Winter über erlebt. Kalt, dann schönes Wetter und da dachten wir, jetzt ist der Frühling da und dann ging es wieder nach vorne. Ich hoffe, dass wir die Sonne alle ein bisschen besser haben. Danke. 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 Danke.